Wenn ich meine Maschenprobe ein Stückchen hochgestrickt habe, ich würde sagen mindestens 5 cm, dann kann ich diese Maschenprobe messen. Wichtig dabei ist, dass ich das Gestrickte glatt auf den Tisch lege. Ich darf also nicht ziehen, nicht zusammendrücken, sondern einfach so hinlegen, wie die Maschen ganz natürlicherweise fallen. Wenn ich mir das genau anschaue, jede Masche sieht aus wie ein V. Und diese Maschen möchte ich jetzt messen. Ich nehme ein Zentimetermaß und lege den Anfang an den Anfang einer Masche. Und jetzt zähle ich einfach mal, wie viele Maschen 5 cm ergeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Maschen, 5 cm, also 16 Maschen für 10 cm. Dann messe ich in der Höhe auch wieder, wie viele Maschen 5 cm ergeben. Ich setze das Zentimetermaß oben an der Masche an und zähle meine 5. Hierbei muss man darauf achten, dass das glatt an den Maschen läuft. Bis 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Maschen für 5 cm, also 22 Maschen. Als nächstes kann man dann ausrechnen, wie viele Maschen man für sein Strickzeug braucht.